Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die HSG Nordhorn-Lingen um 16 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Trainer Michael Haas und unseren Torhüter Martin Ziemer. Und die erste Frage geht heute an René. René, du warst ja gestern auch in Wetzlar dabei. Bevor wir uns jetzt schon mit dem neuen Spiel am Sonntag beschäftigen, vielleicht noch eine kurze Rückfrage. Wie war dein Eindruck von der Mannschaft und bist du trotzdem zufrieden mit dem Punktgewinn? Ja, und ehrlich gesagt vielleicht sogar auch etwas mehr, als man jetzt so kurz nach dem Spiel noch vermuten mag. Natürlich unmittelbar nach Schlusspfiff haben wir uns, glaube ich, alle geärgert, einen 7-Tore-Vorsprung nicht über die Ziellinie gebracht zu haben. Wenn ich mir aber wirklich nochmal vor Augen führe, bei wem wir da einen Punkt geholt haben. Wetzlar, eine der wahrscheinlich heimstärksten Mannschaften der Bundesliga schon seit Jahren. Bisher nur Flensburg und Melsung es geschafft haben, dort zu siegen. Und wir sie da wirklich lange Zeit am Rande der Niederlage, auch der hohen Niederlage hatten. Dann finde ich, haben wir da einen sehr, sehr guten Auftritt gehabt über große Phasen des Spiels. 7 Tore musst du dir in Wetzlar auch erstmal erspielen. Also das kommt auch nicht nur, weil die einen schlechten Tag haben oder sowas, sondern weil wir einfach wirklich in vielen Bereichen sehr, sehr stark agiert haben, sehr gute Deckung gestellt haben, guten Angriff hatten. Ich finde, da hat alles gestimmt. Einstellung der Mannschaft, wir wollten eine Reaktion nach Coburg zeigen, das haben die Jungs getan, also da kann man keinen Vorwurf machen. Natürlich kann man über die Themen sprechen, warum es dann am Ende ein bisschen gehakt hat, dass wir keine guten Lösungen gegen die offensive Deckung gefunden haben, aber ich würde mich doch viel mehr lieber darauf konzentrieren, dass wir da trotzdem, finde ich, über große Phasen ein sehr gutes Spiel gemacht haben, auf das wir aufbauen können, auf die vielen positiven Dinge, auf die wir aufbauen können. Und hätte mir vorher jemand gesagt, dass wir in Wetzlar einen Punkt mitnehmen, ich hätte es sofort genommen. Also finde ich nicht alles so schlecht, wie man es vielleicht unmittelbar danach vermuten mag. Dementsprechend, da machen wir einen Haken dran, analysieren natürlich noch die Themen, aber konzentrieren uns jetzt natürlich voll auf Nordhorn. Ganz, ganz wichtiges Spiel am Sonntag, letztes Spiel der Hinrunde, was wir natürlich erfolgreich bestreiten wollen. Ich glaube, dann haben wir auch ein ordentliches Punktekonto, um jetzt sozusagen mal ein Fazit unter die Hinrunde zu ziehen und zu sagen, da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wenn wir auch sehen, dass wir im Dezember mit einer sehr dezimierten Truppe gespielt haben, wo vielleicht 2, 3, 4 Punkte zu wenig geholt wurden, dann glaube ich, ist das trotzdem eine sehr ordentliche Hinrunde. Aber dafür müssen wir natürlich jetzt Sonntag ein ähnlich gutes Spiel machen wie gegen Berlin oder große Phasen gegen Wetzlar. Ich glaube, das liegt komplett in unserer Hand. Die Qualität haben wir. Das haben wir mehrfach nachgewiesen. Und ja, ich bin auch überzeugt, dass wir das am Sonntag schaffen werden. Ganz, ganz wichtig. Drückt uns die Daumen und dann holen wir die 2 Punkte gegen Nordhorn. Danke. Dankeschön. Ja, Hassan, René hat schon angesprochen, die positiven Aspekte aus dem Spiel gestern. Welche davon konkret nimmst du mit oder nimmst du und deine Mannschaft mit für Sonntag und was denkst du, erwartet euch für einen Gegner am Sonntag? Hallo, guten Morgen zusammen erstmal. Ja, auch ich muss natürlich einmal kurz zurückblicken auf das Spiel gestern. Ich habe da im Grunde, finde ich, muss man das unterteilen in 3 Themen. Einmal ist das Auftritt der Mannschaft, Einstellung, Kampfgeist, was völlig in Ordnung war. Also das war die Reaktion, die wir nach Coburg zeigen wollten. Das ist das, was eigentlich unser Standard sein sollte. Dann gibt es natürlich handballerische Themen. Ja, was ist gegen die offensive Deckung passiert? Wir haben da natürlich Probleme gehabt, aber das ist auch noch gleich das 3. Thema. Abgesehen davon haben wir gegen die 6-0-Deckung lange Zeit sehr, sehr gut gespielt, haben sehr gut gedeckt, hatten einen guten Ziemi im Tor. Also da war lange Zeit alles in Ordnung. Warum das dann gekippt ist, das hat dann was damit zu tun, in welchem Zustand wir sind, wie sicher wir sind. Also das hat natürlich was mit Lösungen zu tun, hat aber auch was damit zu tun, dass wir ein bisschen gezittert haben. Wir waren ein bisschen unsicher. Wir haben uns irgendwie, wahrscheinlich war im Kopf, dass wir schon den einen oder anderen Vorsprung in dieser Saison vergeben haben. Und da fehlt uns einfach das Selbstbewusstsein oder die Sicherheit und die Lockerheit, diese offensive Deckung auseinanderzunehmen, was wir mit Sicherheit auch können. Abgesehen davon fehlten auch 2, 3 freie Würfe. Wenn die einfach reingehen, ist das Spiel gelaufen. Nochmal, wir haken das jetzt ab, weil nehmen die guten Dinge mit. Und ja, jetzt kommt Nordhorn, eine Mannschaft im Abstiegskampf, die mit Sicherheit sich auch bei uns Chancen ausrechnet, gerade mit dem, was wir zuletzt gegen die Mannschaften unten auch gezeigt haben. Aber ich glaube, wir tun gut daran, auf uns zu gucken, weil, wie wir in den letzten 3 Spielen gesehen haben, wir sind die Mannschaft, die in den meisten Fällen bestimmt, was auf dem Feld passiert, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Deswegen geht es zum Teil um handballerische Dinge, um ganz großen Teil aber um unser Auftreten, unsere Sicherheit, unsere Ausstrahlung auf dem Feld. Und dann muss, egal was passiert, sollten wir dieses Heimspiel gewinnen. Und es ist ein Heimspiel, es ist eine Mannschaft,
von der wir selber sagen, die müssen wir schlagen, ohne Nordhorn die Qualität abzusprechen. Sie haben viele sehr gute Leute, können sehr gut zusammen kämpfen, spielen seit Jahren zusammen. Ist wirklich eine gefährliche Mannschaft, ein gefährlicher Gegner. Aber nochmal, gucken wir auf uns, bringen wir unser Spiel auf die Platte, können wir selber entscheiden, was passiert morgen. Dankeschön. Ja, Martin, Hasan hat schon angesprochen, du konntest deiner Mannschaft auch mit deinen 6 Paraden gestern zum Punktgewinn helfen. Jetzt kommt am Sonntag Nordhorn, da trifft man auch auf Robert Weber, gegen den du wahrscheinlich in deiner Karriere schon relativ oft Spiele bestritten hast. Er ist gerade der 2. in der Torschützenliste in der Nikwimoli-HBL. Bereitest du dich da irgendwie besonders drauf vor oder ist es einfach so ein Spieler wie jeder andere oder ein Spiel wie jedes andere? Ja, da war ja jetzt schon viel an Antwort dabei. Im Grunde ist es so, genau. Also Robert Weber kennt jeder. Es sind seine Verdienste oder seine Leistungen, die er über Jahre oder jetzt ja schon über ein Jahrzehnt wahrscheinlich in der Bundesliga angefangen in Baling, dann lange Zeit in Magdeburg, jetzt aber auch in Nordhorn bringt, sind unbestritten. Aber am Ende ist er eben auch nur ein Spieler von einer denke auch im Vergleich zum Vorjahr nochmal stark verbesserten Nordhorner Mannschaft, die sich da wirklich gut entwickelt hat. Insofern bereiten wir uns natürlich auf Nordhorn vor, wie wir das sonst auch machen, sehr akribisch. Aber jetzt nicht insbesondere nur auf Robert Weber, weil wie gesagt, im Zweifel ist er dann doch auch sehr abhängig davon, was seine Mannschaft ihm dann geben kann. Und alleine kann er eben auch kein Spiel entscheiden. Er kann natürlich sicherlich derjenige sein, der Angriffe erfolgreich abschließt oder Gegenstöße erfolgreich abschließt. Aber ich denke, es wird wichtig sein, wie wir halt gegen die aggressive Nordhorner Deckung spielen und ja auch insgesamt verteidigen. Hatten jetzt ein paar Probleme in Wetzlar, den Kreis in den Griff zu kriegen. Das ist nur phasenweise gelungen. Ich denke, da müssen wir wieder einen Schritt hinkommen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir auch Robert Weber dann uns nicht alleine kaputt machen wird. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ich fange mal an, wenn niemand hinter mir protestiert. Das Thema Sicherheit sozusagen, Vorsprünge schon verspielt in der Saison, Frage an den Trainer. Was kann man dagegen tun? Brauchst du einfach dann diese Erfolgserlebnisse, dass man diese Vorsprünge mal ins Ziel bringt oder kann man dann auch was anderes tun, um das quasi im Kopf mal auszuschalten, was da vielleicht abläuft? Ich glaube, Kopf ist ein ganz großes Thema. Man muss da, glaube ich, einfach mal den Jungs noch mal weiter sagen, dass sie einfach gut sind, dass sie gut spielen können, dass es überhaupt keinen Grund gibt, irgendwie nervös zu werden. Das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch weiter an Automatismen arbeiten. Einfach, dass die Dinge, die wir spielen, einfach noch sicherer sitzen, noch intuitiver ablaufen, dass es gar nicht nötig ist, nachzudenken. Ich glaube, dass wir einfach, und das habe ich auch, wenn man das Spiel nochmal guckt von gestern, man hat es einfach gesehen, wir denken manchmal zu viel nach. In dem Moment, wo wir das Hirn ausschalten und uns darauf konzentrieren, darauf vertrauen, was wir eigentlich können, sind wir richtig gut. Ist die Mannschaft zu klug? Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Es ist ja im Sport grundsätzlich so, verkopft man, ja, fehlt der Flow, fehlt die Lockerheit, fehlt die Sicherheit, passieren Fehler. Ja, man soll das auch nicht überthematisieren, weil wenn ich jetzt der Mannschaft sage, Jungs, wir haben jetzt 8-mal einen Vorsprung verspielt, macht das beim nächsten Mal nicht mehr, ist das, glaube ich, kontraproduktiv. 3-3-Deckung ist jetzt auch nicht so das, was man jetzt ständig wahrscheinlich, wo man gegenübersteht. Trainiert man das überhaupt mal, also um da so viele Lösungen zu finden? Oder wie bereitet man sich auf so Fälle vor? Ja, ich meine, das war halt gestern auch von Wetzlar, das war eine Hop- oder Top-Geschichte. Ja? Geht das gut? Holen Sie noch einen Punkt. Machen wir nur eine von den Chancen rein, die wir auch haben. Ja, ich weiß, dass es nicht gut aussah, weil wir da gespielt haben, aber wir haben auch uns Chancen erarbeitet. Geht eine davon rein, ist das Spiel durch. Na, dazu kommt in der zweiten Halbzeit auch gegen Ende auch ein Abwehrthema. Wir haben auch gegen das 7-6 von Wetzlar, sagen wir mal, nicht optimal ausgesehen. Wobei ich da einfach auch sagen muss, dass die Wetzlar Mannschaft das sehr, sehr clever und mit sehr viel Esprit beim letzten Pass gelöst hat, muss man sagen. Da kamen einfach viele Dinge zusammen. Man kann gar nicht so sehr sagen, das ist das eine Ding, was passiert ist und das hat uns das Genick gebrochen. Es war einfach die Summe der Kleinigkeiten. Und da sind wir wieder beim Thema. Diese Summe kommt zustande dadurch, dass wir anfangen zu zittern. Ich hätte noch eine Frage zu gestern, Michael.
Thema Strafzeiten bzw. letzte Aktion gegen Ivic. Fühlt ihr euch da benachteiligt oder habt ihr euch benachteiligt? Ich habe es leider nicht gesehen, ich habe es nur im Live-Ticker. Darum entschuldige ich die Frage. Nein, die letzte Aktion war jetzt unübersichtlich. Hätte man vielleicht noch insgesamt etwas konsequenter da verteidigen können. Wir haben alles versucht. Wetzlar hat sich einfach nicht faulen lassen. Haben sie sehr clever gemacht. Dass dann die letzte Aktion geht völlig in Ordnung. Davor waren aus meiner Sicht so ein paar Szenen von fragwürdigen Zeitstrafen. Auch wir hätten noch, haben ja auch Zeitstrafen gezogen. Da wäre vielleicht noch eine mehr drin gewesen. Aber nochmal, spielen wir einen 7-Tore-Vorsprung, soll man über sowas eigentlich gar nicht sprechen. Herr Ziemer, Sie haben ja auch schon viel erlebt in Ihrem Handballleben. Stichwort Berlin, Coburg, Wetzlar, wie haben Sie die Berg- und Talfahrt gesehen? Ja, also wie gesagt, wir müssen immer ein bisschen gucken mit den Begrifflichkeiten. Ne? Ich glaube, so im Grunde war es ein bisschen das Abbild dessen. Also wir haben einmal viel Gutes gesehen in einem Spiel, dann haben wir einmal relativ viel Schlechtes in einem Spiel gesehen. Wobei da auch mit Abstrichen, weil es vorne lange Zeit sehr gut war. Zumindest erste Halbzeit. Und dann haben wir eigentlich ein Spiel gesehen, wo wir eine Halbzeit sehr viel Gutes und eine Halbzeit eben nicht mehr ganz so viel Gutes gesehen haben. Also im Grunde passt das schon alles so zusammen. Aber es ist eben eine Entwicklung. Wir dürfen ja nicht vergessen, wo wir angefangen haben. Es ist eine relativ neu zusammengestellte Truppe. Sind da auch nochmal ja, fast einen Monat ein Stück weit zurückgeworfen worden, beziehungsweise können uns da auch bedanken bei jungen Spielern, die da in die Bresche gesprungen sind, indem wir da ein paar Spiele gezogen haben, die so auch nicht zu erwarten waren. Also das sind dann auch Highlights, das muss man dann auch einfach sagen, wenn man Leipzig dann vielleicht mit 10 Toren schlägt und es fehlen 3 bis 4 Rückraumspieler, die normalerweise 30 Minuten oder länger auf dem Platz stehen. Insofern auch sowas wie gestern. Ich glaube, es haben dieses Jahr noch nicht viele Mannschaften mit 7 Toren geführt da. Und das nicht unbedingt, wie gesagt, weil alles geklappt hat. Auch wir mussten arbeiten, waren geduldig, haben am Anfang sogar zeitweise zurückgelegen und haben uns dann nach vorne gearbeitet. Kommen auch sogar noch ganz vernünftig aus der Pause. Also ich denke, da ist viel Gutes dabei, auch im Hinblick schon wieder zum Spiel davor, was sich weiterentwickelt hat, dass man eben nicht aus der Pause kommt und gleich erstmal vielleicht Rückstand oder vom Vorsprung was verliert. Insofern sehr, sehr viel Positives und an den anderen Dingen müssen wir einfach sachlich weiterarbeiten. Und das ist eben einfach auch nichts, was jetzt morgen vorbei sein wird oder am Sonntag vorbei sein wird, wenn man Nordhorn gut bespielt beispielsweise. Dann wird man nicht sagen können, top, jetzt haben wir es geschafft und jetzt geht es nur noch vorwärts. Ja, diese Rückschläge, mit denen müssen wir umgehen, die müssen wir uns auch stellen. Da bringt es auch nichts zu sagen, die sind alle nicht da. Da haben wir offensichtlich ein Thema und da werden wir weiter dran arbeiten. Und weil die Ziele, die wir haben, die sind natürlich im Leistungssport immer kurzfristig, aber wir haben ja auch ein mittelfristiges und langfristiges Ziel hier und da, glaube ich, sind das einfach Entwicklungsschritte, die wir brauchen, die wir gehen müssen. Und nochmal, da bringt es nichts, nicht stolz zu sein auf diese, oder man hört ja dann Stimmen, ja, so ist der Berlin-Sieg nichts wert. Doch, das ist er trotzdem. Und trotzdem tut es riesig doll weh, wenn man dann in Coburg nicht gewinnt. Überhaupt keine Frage. Es gehört eben beides dazu. Deswegen meine ich mit den Begrifflichkeiten ein bisschen Vorsicht. An den Themen, die wir haben, die sind so, wie Sie sagen, da, aber an denen arbeiten wir auch weiter und schaffen hoffentlich da eine Verbesserung. Das ist eine große Aufgabe, aber die nehmen wir so auch an und hoffen, dass wir jetzt weiter gesund bleiben. Steffen Fehl hat jetzt sein erstes Spiel wieder gemacht. Da braucht es einfach natürlich auch ein bisschen Zeit, aber wenn wir so in der Konstellation, wie wir jetzt sind, gesund hoffentlich zusammenbleiben, dann haben wir immer noch eine ganze Rückrunde. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, sind wir immer noch in der Position, wo wir angreifen können, wo wir noch viel zu gewinnen haben. Und ich glaube, es ist eine Rolle, die uns auch ganz gut liegt. Und warum sollen wir nicht auch das Feld von etwas weiter hinten aufrollen? Also das, ich denke, da ist noch viel möglich, auch in der Tabelle dieses Jahr, um die hohen sportlichen Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Gibt es noch weitere Fragen von Seiten der Presse? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und dann sehen wir uns alle am Sonntag um 16 Uhr wieder. Dankeschön.